Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den August 2017, dem Monat der Sonnenfinsternis. Und auch herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder, die jetzt Geburtstag haben. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und möchte euch durch die Konstellationen führen. Ja, das dürfte ein spektakulärer Monat für euch werden. Die Sonnenfinsternis und die Mondfinsternis finden in eurem Zeichen statt. Für viele Löwegeborene bedeutet diese Sonnenfinsternis einen Wendepunkt in ihrem Leben. Wenn das für euch Fragen aufwirft, solltet ihr unbedingt an der Verlosung teilnehmen, denn da könnt ihr eine Kurzberatung bei mir gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt kommen wir zu eurem Erlebnishintergrund, zu den langfristig wirkenden Konstellationen. Und da wäre zunächst mal der Aspekt zu Jupiter, das Sextil. Jupiter steht im guten Aspekt zur Löwesonne. Für euch im dritten Haus der Präsentation. Das passt halt sehr gut auch für den Löwen. Und das bringt eben auch viele Begegnungen, guten Austausch. Und oftmals hier mit Jupiter im dritten Haus sollte man sich auch sagen, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Außerdem habt ihr in der Ferne ja auch noch einen guten Aspekt, da kommen wir aber gleich zu. Jedenfalls dieses Sextil Jupiter, das spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 7. und 16. August Geburtstag haben. Und die müssen nur beachten, dass wir in diesem Monat auch den Jupiter im Quadrat zu Pluto haben. Das heißt, das Geld- und Schuldenproblem könnte euch auch betreffen, vielleicht durch den Partner oder eben auch dadurch, dass ihr vielleicht Geld ausgebt und das nicht mit dem Partner besprecht. Das wäre wichtig, dass ihr bei allen Anschaffungen, die viel Geld kosten, da immer in enger Abstimmung mit dem Partner bleibt. Und wenn ihr Single seid, solltet ihr auch nicht in die Falle tappen, vielleicht viel Geld auszugeben, um jemanden zu beeindrucken. Das kann dem Löwen natürlich passieren. Wenn ihr da ein bisschen aufpasst, denke ich, wird das okay sein. Und dieser Aspekt läuft noch bis zum 20. August und dann ist er auch zu Ende. Dann ist noch ein wichtiger und interessanter Aspekt für die Löwen, der Aspekt zu Saturn und Lilith, die laufen diesen Monat zusammen, bilden zur Löwesonne auch einen günstigen Aspekt und auch jetzt zum Mondknoten, der im Löwen steht. Sehr interessant, um spannende neue Menschen kennenzulernen und auch für kreative Löwegeborene zu manifestieren. Saturn ist ja der Planet der Manifestation, also dass man aus seinen Ideen auch wirklich was macht. Wenn der im fünften Haus steht, dann bedeutet das oft, dass kreative Menschen jetzt wirklich was zustande bringen. Musiker komponieren was, was vielleicht dann auch Erfolg hat. Maler malen was, ne? Oder er schreibt ein Buch. Also dafür ist das jetzt eine gute Phase. Und mit der Lilith noch dabei. Die Lilith macht euch nochmal extra kreativ und hilft euch auch so ein bisschen dazu, verhilft euch auch dazu, kompromisslos dann an diesen Ideen auch festzuhalten und sie auch durchzusetzen und euch dafür einzusetzen. Und wenn ihr in einer Beziehung seid und so einen kreativen Schub habt, dann solltet ihr eben den Partner auch um Verständnis bitten, dass ihr dafür den nötigen Freiraum jetzt auch braucht. Und dieses Trigon, das spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 9. und 17. August Geburtstag haben. Ja, und dann ist eben natürlich die ganz, ganz große Sache für euch die Sonnenfinsternis in diesem Monat. Und die setze ich in den Erlebnishintergrund, weil die einfach auch lange wirkt. Und zwar werden die besonders spüren, die Geburtstagskinder, die zwischen dem 15. und 22. August Geburtstag haben. Oder auch, wenn ihr Aszendent-Löwe seid, wenn der Aszendent also in die dritte Dekade fällt, zwischen 24 und 29 Grad Löwe. Auch dann wird diese Sonnenfinsternis sich in eurem Leben stark auswirken. Und vielleicht spüren das auch schon einige, weil die Wirkung schon im Mai so langsam angefangen hat, dass da was im Gange ist. Und wenn sich das auf euer Leben auswirkt, dann hält die Wirkung noch bis zu 18 Monate nach der Sonnenfinsternis weiter an. Also bereitet euch darauf vor oder lasst die große Veränderung in euer Leben. Das ist super spannend für euch. Verändern können sich sowohl euer Job, also es kann einen Wechsel im Job geben, es kann einen Wechsel im Wohnort geben oder auch in der Partnerschaft oder auch gleich mehreres davon auf einmal. Und so wie es aussieht,
wird es so laufen, wie ihr euch das wünscht, weil ja der nördliche, der aufsteigende Mondknoten bei euch im Zeichen ist und weil der Mars dabei steht, habt ihr auch einen enormen Schwung, die anstehenden Veränderungen in Angriff zu nehmen. Ja? Ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr dabei, gerade wenn es partnerschaftliche Veränderungen sind, dass ihr dabei den Partner nicht überrennt. Das kann passieren. Mit Sonne, Mars kann man eben auch dazu neigen, andere zu mobben, sich einfach über andere hinwegzusetzen. Und vielleicht auch meint man es auch gar nicht böse, aber man hat dann so eine Power, dass man sich also bewusst klar machen muss, hey, ich bin eben nicht alleine auf der Welt, ich habe auch noch andere Leute, die sind mir wichtig, die will ich mitnehmen. Und da muss man dann natürlich eventuell schon auch Kompromisse eingehen. Das wäre noch eine wichtige Botschaft, aber ich denke mal, diese Veränderungen sollten in eurem Sinne sein und auf jeden Fall werden sie euch in eurer Seelenentwicklung nach vorne bringen. Und natürlich kann das auch bedeuten, dass ihr jemand Neues, Tolles im Leben kennenlernt. Dann gibt es noch auch einen positiven Aspekt zum Veränderer Uranus. Der steht jetzt auch noch gleichzeitig in, wenn die Sonnenfinsternis passiert, wird der genau im Trigon zur Sonnenfinsternis stehen, also einen genauen Aspekt dazu bilden. Und das heißt eben auch, dass man tolle Pläne machen kann, was man da dann erreichen will. Das ist ja auch ein Neumond und das ist ein Aspekt, der einen dann auch noch mit tollen Ideen versorgt. Ja? Also diesen Neumond, das ist ja dann der 21. August, solltet ihr euch fest vornehmen, da ihr ja sicherlich ein bisschen offen seid für Spiritualität, sonst würdet ihr das hier euch ja gar nicht angucken, dass ihr dann vielleicht wirklich mal meditiert, dass ihr das wirklich nutzt, um diese Kraft, die Neuigkeit im Leben anzubahnen, dann auch in die richtige Richtung zu lenken. Ja, weil das ist eine ganz, ganz große Kraft und wenn man die für sich bündeln kann, kann man im Leben sehr, sehr, sehr viel damit erreichen. Genau. Das sind also die wichtigsten Tendenzen für euch und dann natürlich in diesem Monat auch noch der Vollmond am 7. Der betrifft dann eben vor allen Dingen diejenigen, die rund um den 7. auch Geburtstag haben. Das sind aber mehr so emotionale Auseinandersetzungen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll wie der Neumond, aber da kommen wir gleich noch zu. Ach ja, und dann noch der Hinweis, diejenigen, die eben jetzt diesen günstigen Aspekt zu Uranus haben, die haben natürlich auch dieses neue Halbquadrat zu Neptun, was jetzt anfängt. Dieser Aspekt, den habe ich ausführlich in der kosmischen Schwingung erläutert, der bedeutet, dass wenn man sich mit neuen Leuten einlässt, dass da viele Unklarheiten, Unsicherheiten sein können, dass Leute nochmal ihre Meinung ändern, dass sie eine geheime Agenda haben, dass sie sagen, sie wollen sich trennen und sich dann doch nicht trennen, habe ich also da alles erklärt. Das könnte dann eventuell auch für einige Löwen zutreffen und deswegen solltet auch ihr, wenn ihr neue Leute kennenlernt, gucken, dass ihr das euch erstmal 3 Monate lang anschaut. Und auch dann, wenn ihr jetzt meint, ihr gewinnt, ne, weil ihr habt so eine unglaubliche Power jetzt in dem Monat mit dem Mars dabei, kann es eben sein, dass er zuerst gewinnt, aber dass dann doch nochmal jemand seine Meinung ändert. Und da müsst ihr dann so ein bisschen mit rechnen. Gut, dann kommen wir jetzt zu euren aktuellen Konstellationen. Am 1. August, oh, ich habe hier den 2. eingestellt, aber da hat sich jetzt nicht viel verändert. Also am 1. August starten wir in den Monat mit der Sonne im Löwen, natürlich in eurem ersten Haus und in der 2. Dekade. Das ist ein schöner Vitalitäts- und Power-Aspekt jetzt, eben bis solange die Sonne im Löwen steht. Der Merkur steht für euch in der Jungfrau im 2. Haus. Auch gut für Geldangelegenheiten, zumindest bis zum 13. Dann wird er rückläufig, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen. Aber bis dahin erstmal noch gut. Und dann haben wir die Venus, die steht jetzt für euch im Krebs. Und das ist so ein bisschen so ein Wermutstropfen, das heißt also neue Leute kennenlernen, sich durchsetzen, große Veränderungen im Leben anschieben. Ja, alles toll, aber es kann sein, dass sich bei Liebesvorhaben, dass das eine Weile dauert, ja, bis sich das anbahnen lässt. Also eher in der Liebe und bei neuen Beziehungen braucht ihr Geduld und Feinfühligkeit mit dieser Konstellation. Es sei denn, ihr seid jetzt Löwen, die den Aszendenten im Krebs haben, vielleicht die Venus dann schon im 1. Haus, dann kann sie sich natürlich schon besser entfalten. Das müsstet ihr dann eben entsprechend nachschauen oder mal bei Aszendent Krebs reinschauen. Dann haben wir den Mars, der steht auch im 1. Haus für euch und auch noch in der 1. Dekade am Anfang des Monats. Das ist natürlich eine sehr kraftvolle Konstellation, die euch jetzt sehr stark so ins Ego bringt, sehr stark da reinbringt, was ihr wollt, ja, was ihr meint, was ihr für richtig haltet. Sonne und Mars ist schon eine sehr
egozentrische Konstellation, aber die ist natürlich auch sehr mitreißend. Also wenn ihr euch bewusst darauf einstellt, was diejenigen, die euch wirklich wichtig sind, auch wollen, dann könnt ihr natürlich da jetzt sehr viel erreichen, wenn ihr mit denen an einem Strang zieht. Nicht so gut wäre die Idee, sich da jetzt mit aller Macht durchzusetzen, denn selbst wenn ihr euch durchsetzt, gibt es einige Aspekte, unter anderem eben dieses Uranus-Neptun-Halbquadrat, dann kann es sein, dass andere Menschen zwar erstmal nachgeben, aber dann trotzdem noch ihre Meinung ändern. Und das ist ja auch nicht das, was ihr wollt. Na? Genau. So, am 3. August wird dann eben der Uranus rückläufig. Der hat eine besondere Kraft. Für euch steht der ja gut. Das heißt also, der versorgt euch vielleicht mit besonders tollen Ideen. Das kann nur schwierig werden, wenn der dann im Aspekt zur Venus ist, aber da komme ich noch drauf. Ist aber jetzt für euch erstmal so kein Problem, es sei denn, ihr habt eben Planeten, die da einen harten Aspekt empfangen. Aber das kann man ja nur im individuellen Horoskop dann sehen. Genau, so am 6. August, da haben wir dann die Sonne in Konjunktion mit Mars und der Mars beginnt dann seinen Eintritt in die zweite Dekade Löwe. Und was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Genau am Montag, den 7. ist dann der Vollmond, klar. Und der Vollmond erscheint als partielle Mondfinsternis und die Wirkung kann eben sein, dass es emotional geführte Auseinandersetzungen gibt. Ne? Und das ist jetzt natürlich bei euch auf der Partnerschaftsachse. Ihr habt den Mond gegenüber der Sonne stehen, im Wassermann oder auch bei neuen Begegnungen. Und auch hier gilt wieder, ihr wollt und könnt gewinnen. Aber schöner ist es natürlich, wenn ihr euch mit der oder dem Herzallerliebsten einig werdet. Vom 9. bis 12. August haben wir dann die super heiße Flirtphase. Die ist für euch wahrscheinlich eher abenteuerlich. Liebesbande sind noch sehr zart und nur mit viel Fingerspitzengefühl anzuknüpfen. Das liegt eben daran, dass die Venus für euch im 12. Sonnenhaus steht. Aber was natürlich klasse ist für euch, ist, dass wir hier den Jupiter im Sextil, also einen guten Aspekt zur Löwesonne haben und gleichzeitig auch einen guten Aspekt hier zu Lilith und Saturn. Das macht halt sehr kreativ. Also das ist, dieses ganze Dreieck hier steht gut für die Löwen. Also insofern denke ich, da werdet ihr schon auch auf eure Kosten kommen in dieser Flirtphase. Und deswegen habe ich auch zwei Top-Tage da für euch. Einen Top-Tag ist es. Das ist Samstag, der 12. Und das seht ihr hier schon, da haben wir ein wunderschönes Trigon, hier so ein großes umlaufendes Trigon, was eben in euer Zeichen auch hinein zeigt. Das ist eine sehr, sehr schöne Energie, um was zu erleben. Ist auch toll, wenn ihr im Urlaub sein solltet. Also dieser Samstagabend ist wunderbar, da solltet ihr auf jeden Fall ausgehen oder was Tolles unternehmen. Könnte aber auch schön sein, wenn ihr fest liiert seid für einen kuscheligen Rückzug, weil hier die Venus, die steht ja bei euch so ein bisschen auf Rückzug, aber die verbindet sich da eben mit Neptun. Und das wäre hier im Bereich der festen Partnerschaft. Also wenn ihr ein Herz allerliebsten habt, dann wäre es auch eine gute Idee, sich Zeit zu zweit zu nehmen und für den gemeinsamen Rückzug und zum Kuscheln. Am 13. August wird der Merkur dann rückläufig, und zwar im Zeichen Jungfrau für euch im zweiten Haus, bis zum 5. September. Und ja, das kann unter Umständen für euch ein finanzielles Problem vielleicht mit sich bringen. Steht auf der Finanzachse hier, zweites, achtes Haus, vielleicht auch finanzielle Geschichten in der Partnerschaft. Das würde ja dann auch hier wieder zu dem Jupiter-Pluto-Quadrat, das auch mit Schulden zu tun haben kann, sprechen. Also ab da beginnt eine Zeit für 3 Wochen, wo ihr eventuell mit finanziellen Entscheidungen vorsichtig sein müsst und auch schauen mit Verträgen und einfach damit rechnen, dass sich keine richtig guten Entscheidungen treffen lassen, weil vielleicht noch Informationen fehlen. Ne? Also passt da mal auf, bis zum 5. September eventuell mal bei mir nachfragen in der Beratung, was da genau los ist bei euch. Genau. Die Sonne in eurem ersten Haus beginnt außerdem am 13. August den Eintritt in die 3. Dekade, versorgt dann die 3. Dekade der Löwegeborenen mit einer schönen Energie und das Ganze außerdem in einem guten Aspekt hier zu dieser Kreativkonstellation, Kreativität und Manifestation, muss ich sagen, in eurem 5. Haus. Deswegen nochmal, ne, wenn ihr künstlerisch tätig seid, solltet ihr diese Zeit nutzen. Da könnt ihr also wirklich einiges zustande bringen. Genau. Dann haben wir am 13. bis 18. August diese Herzensbrecherphase,
wo wir dann erst die Venus in Opposition zu Pluto haben. Also das ist ein ganz schwieriger Liebesaspekt hier. Und dann auch noch, dann bildet sie eben auch noch hier Spannungen zu Jupiter. Das ist jetzt wahrscheinlich für euch selber, also euch betrifft das nicht so unbedingt. Es sei denn, ihr habt jetzt Liebesplaneten, zum Beispiel im Krebs, oder ihr habt eine Liebelei im Büro angefangen. Das könnte auch noch sein. Oder ihr habt eben vielleicht auch Partner aus diesen Zeichen Krebs, Steinbock, Widder oder Waage, die da jetzt betroffen sind davon. Ne? Also insofern kann das für euch zum Problem werden, aber vielleicht eher durch den Partner. So, dann habe ich wieder einen Top-Tag für euch gefunden, genau genommen sogar zwei, nämlich Samstagabend ab 20 Uhr bis Sonntag, den 20. August, also 19. und 20. August. Das ist nämlich das Partywochenende, wo dann der Mond in den Löwen geht und auch Mars, Sonne und Mondknoten im Löwen stehen. Das ist eine super Zeitqualität für euch, und wenn ihr in der Zeit Geburtstag habt, solltet ihr eine riesen Fete veranstalten. Genau. Und der Neumond, also die Sonnenfinsternis vom 21. August, ist dann auch ein Top-Tag für euch, weil sie eben, wie ich das anfangs schon erwähnt habe, so eine unglaublich tolle Erneuerungs- und Manifestationskraft für euch mitbringt. Steht in eurem eigenen Zeichen Kreativität, Exzellenz und Manifestation. Das heißt, ihr habt Ideen, wie ihr neue Impulse setzen könnt, damit sich eure Herzenswünsche erfüllen, ob jetzt persönlich, bei einem kreativen Projekt oder im Beruf. Und erste Ergebnisse zeigen sich vielleicht schon zu Vollmond am 6. September. September. Genau. Am 22. beginnt dann der Mars den Eintritt in die dritte Dekade des Löwezeichens. Also dann kriegen die Geburtstagskinder der dritten Dekade die Mars-Power zugespielt. Und am 23. August geht die Sonne ins Zeichen Jungfrau in euer zweites Haus, also das Geldhaus. Das ist eigentlich eine gute Energie, aber da steht ja jetzt Merkur drin und der ist rückläufig deswegen. Ne? Also Vorsicht mit Finanzgeschichten. Einfädeln könnt ihr die, aber recherchieren und abwarten lieber dann eben noch bis zum 5. September, wenn der Merkur dann wieder, oder 6. September war es. Und danach wird der Merkur wieder direktläufig. So, dann haben wir ja am 24. noch diesen schwierigen Aspekt mit der Venus, wo man eben auch leicht einen Liebesfehler machen kann oder aus einem Impuls heraus da was passiert. Auch das betrifft euch nicht so sehr persönlich, sondern mehr, wenn ihr einen Partner habt, der davon betroffen ist, zum Beispiel Widder, Krebs, Waage oder Steinbock. Kann vielleicht sein, dass sich dann so ein Partner plötzlich von euch trennen will. Und dann müsst ihr auch Ruhe bewahren, dürft ihr auch nicht persönlich nehmen, nicht als Majestätsbeleidigung auffassen, sondern versuchen, mit ein bisschen Verständnis und Fingerspitzengefühl auf den Partner einzugehen. Der wird sich auch wieder beruhigen. Ne? Genau. Und was halt super ist für euch, ist, dass die Venus dann am 26. ins Zeichen Löwe gehen wird. Und damit dann in Konjunktion mit eurer Sonne, mit der ersten Dekade, fängt es an. Das heißt, eure Liebesbeziehungen blühen jetzt auf und ihr könnt in die Charmoffensive gehen. Das ist ganz wunderbar für euch. Dann habe ich noch einen Top-Tag am 27. Da haben wir dann auch noch dazu den Jupiter im günstigen Aspekt widerstehen zu euch. Und insofern könnt ihr da eben mit der Venus hier im ersten Haus in die Charmoffensive gehen, habe ich ja schon gesagt. Am 31. August läuft dann der Merkur nochmal zurück ins Zeichen Löwe, während er eben rückläufig ist, und bringt euch dann auch da nochmal eine Energie. Und das waren die wichtigen Konstellationen für den August. Wenn ihr jetzt Beratungsbedarf habt, dann könnt ihr eine Beratung bei mir buchen. Auf meiner Webseite findet ihr hinter dem kleinen i, was ihr da in dem Video eingeblendet seht. Das ist natürlich jetzt doch für viele Löwegeborene sehr zu empfehlen. Ich habe auch im Moment mehr Klienten aus dem Zeichen Löwe. Die kommen ja sonst nicht zur Beratung, weil die eben sagen, ich bin toll, ich brauche das nicht. Kann ich auch verstehen. Ja? Aber eben wenn so eine Sonnenfinsternis oder auch eine Mondfinsternis im eigenen Zeichen passiert, lohnt sich das schon, da mal nachzuhaken und eben auch zu gucken, ob ihr vielleicht auch andere Planeten habt, die diese Energie empfangen. Dann, wie gesagt, meine Webseite aufsuchen, Beratung buchen. Oder was ihr auch machen könnt, ihr könnt auch mein Webinar buchen, Antonias Sterne. Da habe ich nochmal einen Termin am 28. Juli. Danach gehe ich dann in die Sommerpause bis September. Und da bekommt jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin eine Frage zum Horoskop beantwortet. Das wäre vielleicht auch noch eine Alternative, eine preiswerte, wo ihr da mitmachen könnt.
Oder ihr macht eben bei der Verlosung mit. Da gibt es 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen. Und die Gewinnerin wird in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt gegeben. Bitte postet mir doch dann einen netten Kommentar. Also nicht einfach nur so, ich will gewinnen, sondern schon irgendwas Inhaltliches, was euch an den Videos gefällt, ob ihr sie gebrauchen könnt, was ich vielleicht besser machen könnte und so weiter. Und abonniert meinen Kanal, dann seid ihr dabei. Zum Schluss noch der Hinweis, falls noch nicht geschehen, bitte schaut euch unbedingt das Video Folge deinem Herzen an. Das betrifft euch natürlich ganz persönlich mit dem nördlichen Mondknoten im Löwen. Damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.